Thomas Aders in Kairo, nun mehr als 24 Stunden nach dem Absturz. Was sind die aktuellen Erkenntnisse derzeit? Nun, Sie haben es schon in Ihrer Moderation angesprochen. Das Entscheidende ist, dass Egypt Air, der Vizepräsident, die eigene These von gestern widerrufen hat. Gestern noch war eindeutig gesagt worden, bei den gefundenen Wrackteilen handelt es sich um Trümmerteile der vermissten Boeing A320. Dann in der Nacht das Dementi, sei dann doch nicht eindeutig. Aber es gibt eben doch eine ganz interessante Geschichte, nämlich gestern wurde ein Bild veröffentlicht von einem Seemann, der auf einem Maersk-Transportfrachter mitgefahren ist, und der hat ein Bild veröffentlicht von einer gelben Rettungsweste. Wir haben uns sehr, sehr lange mit diesem Foto und den Daten, die dahinter stecken, beschäftigt, und alles deutet darauf hin, dass es in der Tat exakt das Gebiet, das die mögliche Absturzstelle ist, in der nach dem vermissten Flugzeug gesucht wird. Dieses Foto belegt eben, dass diese Rettungsweste dort gefunden worden ist, und dass der Airbus abgestürzt ist, daran besteht im Augenblick überhaupt kein Zweifel mehr. Ja, nun ist aber das große Rätselraten überall zu Gange, und natürlich schießen die Spekulationen ins Kraut. Aber das wird natürlich auch noch befeuert in eine Richtung, dass es sich ja doch um eine Terrorattacke handeln könnte, also auch von Regierungsseiten, auch beispielsweise der russische Geheimdienst. Wie sind da momentan die Erkenntnisse? Nun, es gibt natürlich einige Informationen, die darauf hindeuten, dass es sich um einen Terroranschlag handeln könnte. So muss man das mal ganz vorsichtig formulieren. Das ist zunächst einmal die Tatsache, dass es sich um einen A320 gehandelt hat, eines der sichersten Flugzeuge der Welt. Es war dann außerdem ein sehr, sehr problemloser Flug bis zu diesen dramatischen Ereignissen. Also seit dem Start in Paris bis durch Südeuropa über Insel Kreta und so völlig problemlos. Es gibt dort auch einen Funkspruch von einem Piloten, der sich zur gleichen Zeit in dem gleichen Luftraum aufgehalten hat. Der hat geradezu geschwärmt von den idealen Wetterbedingungen in dieser Nacht. Und dann eben etwa um 3 Uhr gestern Nacht die dramatischen Ereignisse. Also das Flugzeug dreht plötzlich um 90 Grad ab, dann um 360 Grad, also eine komplette Drehung. Offenbar gerät das Flugzeug dann ins Trudeln und stürzt regelrecht von 11.000 Meter der Flughöhe runter auf 4.500 Meter und verschwindet danach dann plötzlich vom Radar. Das sind also alles Hinweise darauf, dass sich dort etwas sehr Dramatisches abgespielt hat. Und wir haben es gerade schon gehört, der ägyptische Zivilluftfahrtminister Fatih hat dann eben behauptet, die Wahrscheinlichkeit eines terroristischen Anschlages sei höher als die eines technischen Versagens. Ähnlich hat sich übrigens auch in der gleichen Nacht ein früherer Experte der Amerikaner geäußert. Auch er sagt, die Wahrscheinlichkeit sei schon sehr hoch. Und dennoch, man muss einfach immer wieder betonen, dass keinerlei Informationen bislang durchgesickert sind, keinerlei Informationen bislang gesichert, nachdem die eine oder andere Hypothese bestätigt werden kann. Ja, wie denkt man denn und redet man in Ägypten über diesen Absturz und über die gesamte Sicherheitslage? Nun, es ist, es gab im Prinzip schon mehrere, sagen wir mal, ungewöhnliche Ereignisse. Das war einmal im Oktober 2015 der Absturz der russischen Chartermaschine, flog aus Sharm el-Sheikh Richtung Russland. Wenige Minuten später verschwindet das Flugzeug vom Radar. Die Ägypter behaupten nach wie vor, es handele sich nicht um einen Terroranschlag, obwohl sich der sogenannte Islamische Staat ja eindeutig dazu bekannt hat, eine Bombe an Bord geschmuggelt zu haben. Obwohl das eben tatsächlich damals der Fall war und in diesem Fall des A320 eben nicht. Deshalb ist es doch schon sehr ungewöhnlich gewesen, wie früh gestern der ägyptische Zivilluftfahrtminister eben behauptet hat, die Chance eines Terroranschlags sei in dem Fall höher, was sie eben vorher noch ganz klar widerrufen und dementiert haben. Ja, wir warten natürlich auf weitere Informationen seitens der Regierung in Kairo, natürlich auch aus Paris. Dankeschön für den Moment, Thomas Aders.